So, weiter geht's heute gegen Leverkusen, beziehungsweise auswärts in Leverkusen, 23. Spieltag. Die Spielvereinigung Bayreuth als Aufsteiger grüßt von der Tabellenspitze. Wir gucken kurz auf die Tabelle. Die Bayern spielen im Duell beim unserem letzten Gegner. Die spielen in Berlin. Und ja, wie gesagt, bis die Bayern aber auch gepatzt haben im letzten Spiel, ne? Warte mal. Haben die gepatzt im letzten Spiel? Haben die denn gespielt? Da haben Union geschlagen, letztes Spiel, das wissen wir. Aber die haben die Bayern parallel gespielt. Die haben 3-2 in München Gladbach gewonnen. Die müssen aber vorher noch einen Unentschieden mit drin gehabt haben. Gegen Leverkusen. Okay. Aber bei Leverkusen, das ist der heutige Gegner. Starten wir rein. Und danach geht es nach Stuttgart. Also jetzt erstmal Uni, jetzt Leverkusen, dann Stuttgart und dann die Bayern. Also drei Auswärtsspiele jetzt hintereinander. Nö. Möchte ich ablehnen. Könnte man zwar, ja, aber warum auch? War gesagt, warum ich unseren Trainer haben. Aber wir wollen natürlich den Coup schaffen bei der Spielverein Bayreuth. Die Saison bleiben wir auf alle Fälle noch dran. Los geht's. Mein Ziel ist es ja, mit Bayreuth alle Titel zu gewinnen. Unabhängig davon. So. Okay, gehen wir rein. Vortraining brauchen wir ja nicht. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Wir zeigen sie Ihnen live bei EA Sports. Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer-Arena. Es regnet, aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Spannende Sache, Wolf, sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Gut. Geht jetzt gleich los ins Spiel. So, die Leverkusener wollen nochmal. Wir zeigen jetzt nach dem Kugel in Dortmund und den Sieg gegen Union. Sieg Nummer 6, was wir uns jetzt das erste von drei wichtigen Auswärtsspielen. Also jetzt wie Leverkusen, morgen Stuttgart, übermorgen die Bayern. Gerade das, wenn wir jetzt drei Spiele in Folge gewinnen, hätten wir mindestens 4 Punkte Vorsprung. Das wäre schon mal ein bisschen. 4 Punkte, 5 Punkte? 5 Punkte müsste es sein, weil die Bayern nicht hingespielt haben. Dann. Aber egal. Wie auch immer, wir checken uns erstmal. Ich hoffe, dass wir die Leverkusen auch zum zweiten Mal die Saison schlagen. Und das wäre dann der 7. Sieg in Folge. Mal gucken. Wie gesagt. Medi. Ja, setzt sich schön durch. Sie da, guter Block. Alles erstmal vorbei. Hinspiel, wie gesagt, ziemlich deutlich geworden. Da funktioniert da alles. Mal gucken, wie es heute aussieht. Aussieht. Aubameyang. Macht da gut Druck. Und holt sich die Kugel vor allen Dingen wieder. Pierre-Emerick Aubameyang. Und. Jetzt die Chance. Gehalten, aber weiter aufpassen. Und. Der zweite Schuss von Schelderup. Mal sehen, wie die Ecke wird.
Also Leverkusen bleibt dran. Bayreuth bleibt auf jeden Fall dran. Flanke jetzt auf Aubameyang. Ja, schade. Wie gesagt, Aubameyang möchte gerne mal. Vielleicht heute. Traf wieder gegen Dortmund, noch gegen Union. Die Gäste sind bislang die große Überraschung dieser Saison. Ah, aber jetzt bekommt Diaz mal die Chance. Lubor. Da passt der Klasse auf. Aubameyang, Riesenchance. Und da ist er. Hat es fast schon erwartet. Aubameyang heißt der erste Torschütze in diesem Spiel. Gegen Union war es nicht mehr ein Tor, deswegen ist es aberkannt worden. Und jetzt hat er es. Setzt sich durch, geht frei. Aber gut Tor. Nachgegangen. Auch hier alles. Der Fehler von Leverkusen gezwungen. Und Tor Nummer 17 erzielt. Leverkusen ist in Rückstand geraten. Weiter geht's. Ja. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ah, jetzt war ein bisschen zu läppisch gespielt. Das könnte vielleicht was werden. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Perry hat es auf jeden Fall erstmal. Nun Aubameyang. Gut gelöst da, Pellegrini. Müssen weiter aufpassen. Jetzt können sie weg. Klären, hätte sonst gefährlich werden können. Serge Gnabry. Paqueta. Da geht er vorbei mit dem Trick. Ah, vielleicht geht da noch was. Auf jeden Fall ist mal gelöst. Da die Situation noch. Pellegrini bleibt dran. Jetzt der Schuss. Halbzeit. Der ist drin, es steht unentschieden. Halbzeit. Scheiße. Haben sie gut den Druck gemacht, erhöht. Aufrechterhalten. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann machen sie es eigentlich gut. Taremi jedenfalls einen mit dem Tor. Einen Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. 1-1, wieder unentschieden. Tomiyasu verliert. Das wird jetzt Abschluss geben. Spiel doch den Ball rüber nach innen. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Ja. Schön auf den Kopf vom eigenen Mitspieler gemacht. Taremi. Da gewinnt er den Zweikampf. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Ja, schön gemacht. Tomiyasu gegen Schellerup. Einwurf. Zu nachlässig. Unnötiger Ballverlust. Das war unnötig, ja. Er war eigentlich gar nicht unter Druck. Lorenzo Pellegrini. Es läuft auf jeden Fall nicht so wie im Handspiel. Freistoß, ja. Zwei Handspiele. Muss man diese Entscheidung richtig. Jetzt muss man so gut verteidigen, dass wir nicht in Rückstand geraten. Kurze Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Ja, der ist weg. Stand jetzt. Konza. Taremi. Ah, der Ball ist gut. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Sie haben durchaus Platz auf außen. Da ist er aufmerksam. Schade, ich hatte gedacht, dass er vielleicht reinspringt irgendwie. Ecke kommt ins Zentrum. Pause. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Der macht hier einen unkonzentrierten Eindruck. Es fehlt die Bindung zum Spiel.
So. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielabschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Erstmal die erste Chance, Aubameyang. Tor, da ist es. So kann man doch in die zweite Halbzeit schauen. Genau, der wieder wie Anfang in der ersten Halbzeit. Frist 1-0. Frist Tor. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann ist es Pierre-Emerick Aubameyang, der den Treffer aus kürzester Distanz erzielt. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Ja, wieder die Führung für unsere junge Truppe da, unsere Truppe da. Es bleibt dabei. Leverkusen geht dran. Bekommt den Freistoß. Warum auch immer die jetzt Freistoß bekommen. Lorenzo Pellegrini. Er kann sich durchsetzen. Mount. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. So, passt. Erstmal. Fast der Ausgleich, da muss der Keeper schon alles auf. Schön da. Knappe Führung zu verteidigen. Und jetzt ist es. Aber es riecht nach Tor. Hugo Lovoa. Jetzt genau hinschauen. Oh, den muss er passen. Den muss er querlegen. Dann steht es hier 3-1. Die Meisenmount. Haben im Moment die Gastgeber, aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen und so müssen sie sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. In Ali Duna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den VfL Bochum. Bochum 2-0. Es gibt eine gute Gelegenheit. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. 2-2. Ja, das haben sie geahnt nach dieser tollen Partie. Die Szene ist noch nicht vorbei und dann schaffen sie doch das Tor. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Sterner! Der Schuss! Ball erstmal weg, gute Aktion. Nein! Den muss er machen! Dieser Moment, wenn FIFA sagt, nö, das Tor kriegst du, kriegst kein Tor, kein Sieg. Da muss mir die Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Der VfL Bochum hat also getroffen. Sie erhöhen auf 2-0. Chance zur Führung. Fuck. Aber weiter aufpassen. Jetzt können sie klären. Hätte sonst gefährlich werden können. Es bleibt bei diesem Remis vorerst. Und das haben sie ihm zu verdanken. Mann! Der hat aber auch einen. Der hält aber auch alles. Und der hält das Ding. Gnabry. Taremi. Sie bringen den hohen Ball. Langer Ball. Nächstes Spiel in Stuttgart für uns. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Ja. Das war zu hoffen. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Bochum. Neuer Spielstand damit 3-1. Gespielt sind 79 Minuten. Danke. 3-1 für Bochum. Na, ah, Mann. Schiri, da war doch kein Abseits. Da war doch kein Abseits, liebe Leute. Meiner Meinung nach war es kein Abseits. Aber gut, ist passiert. Ja, da sind einige Dinge dabei, wo ich mir echt denke, das musst du machen. Leverkusen mit dem Wechsel. Gute Aktion. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Da kommt keiner. Nichts drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Vanisek.
6 Minuten haben wir hier noch. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Ja! Ja, sie gehen hier in Führung und das kurz vor Schluss, ganz wichtig. 3-2. Auswärtssieg, schreit nach Auswärtssieg. Schreit drauf, die nächste Hürde, dass sie genommen wird. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Diesmal kann Lafon überhaupt nichts machen. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? So, Frage kommt Leverkusen ein drittes Mal zurück in dieser Partie. Jetzt Freistoß für Leverkusen. Freistoß Leverkusen, ja. 2 Minütchen noch, ein paar Minuten haben wir noch. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Er spielt steil. Wenn das jetzt kein Absatz war, ist es Abraham, der vielleicht durch ist. Der hier letztendlich die Entscheidung machen kann. Klasse aufgepasst vom Torwart. Das ist der Schluss für. Davon hält, aber es ist egal. 3-2, Auswärtssieg. Ja, man hat bis zum Schluss diesen Willen gespürt. Sie wollten diesen Siegtreffer und haben ihn, wenn auch spät, bekommen. Dreimal geführt und auf die dritte Führung hat Leverkusen und Dach keine Antwort mehr. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war, das war natürlich auf jeden Fall Pierre-Emerick Aubameyang. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Aber wichtig ist, dass die Punkte geholt sind wurden. Moment. So, gut. Dann die anderen Ergebnisse, die brauche ich jetzt nicht zu kommentieren. Sondern wir machen jetzt ihr Ende bis zur nächsten Partie. Die heißt morgen in Stuttgart. Da wird es dann hoffentlich auch wieder 3 Punkte geben. Auf die holen. Sehen wir morgen. 14 Uhr. Bis dann. Ciao.